Der Sound einer Legende. Porsche 911, der erfolgreichste Sportwagen der Welt. Sein Boxermotor im Heck und die klassische Form machen ihn unverwechselbar. Wie kein anderes Fahrzeug vereint er Sportlichkeit und zugleich Alltagstauglichkeit. Ein Rennwagen mit Straßenzulassung. Das drückt für mich ein Stück Lebensgefühl aus. Hier entsteht der berühmte Elfer. Die Hightech-Schmiede in Stuttgart-Zuffenhausen produziert seit 1963 eine der Ikonen des Automobilbaus. Er ist, glaube ich, der bekannteste Sportwagen der Welt. Im Heiligtum der Porsche-Gemeinde, dem Entwicklungszentrum Weissach, arbeiten die Ingenieure daran, dass jede neue Generation des Sportcoupés noch besser wird als die vorangegangene. Und dabei trotzdem immer ein Elfer bleibt. Ich glaube, es gibt kein vergleichbares Produkt in der Autowelt, was so einen durchgängigen Lebenslauf hat. Ein von Beginn an einzigartiges Design und eine unvergleichliche Rennsportgeschichte. Das Prädikat Mythos hat sich der 911 über Jahrzehnte verdient. Viele wollen ein Stück Motorsportgeschichte ihr eigen nennen, wenn möglich in einem Zustand so gut wie neu. Wir können fast alles restaurieren. Und auch die achte Generation des Sportwagens ist auf dem Weg zur Legende auf vier Rädern. Einmal 911 heißt üblicherweise immer 911. Der Porscheplatz in Zuffenhausen. Hier wird der legendäre 911 gebaut. Das Stammwerk der Sportwagenschmiede ist ein Ort mit langer Tradition. Seit hier 1963 der erste Elfer entstand, ist aus einem kleinen schwäbischen Flitzer ein Mythos geworden. Und aus Porsche ein Name mit Klang auf der ganzen Welt. Das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung und Entwicklung. Mittlerweile produzieren die 3000 Mitarbeiter in der Serienfertigung rund 250 Fahrzeuge am Tag. Das Werk Zuffenhausen ist Herz und Heimat des Unternehmens Porsche. Und der 911er, kann man klar sagen, ist die Ikone der Marke Porsche. Und wenn man sich vor Augen führt, dass alle je gebauten 911, und das sind mittlerweile deutlich mehr als 1 Million, hier aus dieser Fabrik in Zuffenhausen kommen, da können Sie ja ahnen, welchen Wert der 911 für das Werk Zuffenhausen hat. Der Wert des Topmodells, dem 911 Turbo S, liegt in der Anschaffung bei etwas mehr als 200.000 Euro. Dafür bekommt der stolze Besitzer dann einen 1,6 Tonnen schweren Sportwagen mit 650 PS. Um von 0 auf 100 Stundenkilometer zu beschleunigen, benötigt der 911 Turbo S gerade einmal 2,7 Sekunden. Die Tachonadel schafft es, dank des 6-Zylinder-Boxermotors mit 2 Turboladern, bis zur 330-Stundenkilometer-Marke. Im Herzen des 76 Hektar großen Porsche-Werks liegt die Geburtsstätte jedes 911ers. In der Abteilung Karosseriebau entsteht das Äußere des Sportwagens. 350 Mitarbeiter und 286 Roboter schweißen, kleben und nieten den Sportwagen in seine markante Form. Diese Karosserie hier wird einmal ein Turbo S, die leistungsstärkste Elfer-Variante. Charakteristisch sind die Lufteinlässe direkt vor den Hinterrädern. Durch sie strömt frische Luft zu den 2 Turboladern. An der Rohkarosserie ist somit schon leicht zu erkennen. Öffnungen in der Außenhaut, das ist ein Turbo. Wie bei jedem Elfer geht es hier darum, das Äußere des Fahrzeugs so leicht wie möglich zu gestalten. Denn jedes Kilogramm mehr kostet am Ende Effizienz und Geschwindigkeit. Die Elfer-Karosserie ist natürlich Leichtbau. Ein Sportwagen mit einer sehr, sehr schweren Karosserie wird nie ein Sportwagen sein. Deswegen extremer Leichtbau ist für uns das, was den Elfer auch auszeichnet. Wir haben da ganz spezielle Mischungen von Materialien. Wir haben Aluminium-Außenhaut, wir haben hochfeste Stähle, da wo es drauf ankommt. Intelligenter Leichtbau, das hat oberste Priorität. Intelligent ist auch das komplexe Transportsystem des Werks. Die Karossen fahren in ihrer eigenen Zwischenebene von Station zu Station, direkt unter der Decke.
Das spart Platz. Und den brauchen die Schwaben dringend. Denn ein Automobilwerk mitten in einer Stadt, wie hier in Stuttgart-Zuffenhausen, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Das Porsche-Werk erstreckt sich über mehrere Etagen. Und die sind vollgestopft mit Arbeitsstationen. 130 sind es allein im Karosseriebau. Vor allem Roboter übernehmen das hochpräzise Stanzen, Schweißen und Kleben. Die Maschinen arbeiten genauer als der Mensch und sie halten länger durch. Ein Roboter kennt eben keine Müdigkeit. Auf einem Transportschlitten fahren die Karossen auf die Zielgerade. Von jetzt an dürfen auf den nächsten 50 Metern auch Menschen Hand anlegen. 30 Mitarbeiter montieren hier die letzten Teile, wie den Kofferraumdeckel. Und der ist beim 911 ja bekanntlich vorn. Sind die Scharniere verschraubt, kontrollieren die Mitarbeiter die Spaltmaße. Stimmen die Abstände nicht, kann es bei voller Fahrt wegen der Windgeräusche schnell laut werden. Nach 4 Stunden verschwindet jede der 236 Kilo leichten Karosserien in einem Fahrstuhl und fährt vollautomatisch in eine der Lackierereien. Der Weg dorthin ist eine weitere Besonderheit des Werks. Die Autos schweben durch Förderbrücken über das Fabrikgelände und wechseln so hoch in der Luft die Produktionshallen. Alle Porsche 911 werden im Stammwerk in Zuffenhausen lackiert. Zum Grundieren kommen die nackten Gestelle zunächst in ein kathodisches Tauchbad. Das gesamte Becken steht unter Strom. Der Lack darin ist positiv geladen, das Fahrzeug selbst jedoch negativ geerdet. Auto und Grundierung ziehen sich gegenseitig an. Die 20 Mikrometer dicke Grundierung gelangt so auch in die kleinsten Hohlräume und bietet überall erstklassigen Rostschutz. Danach kommen wieder Maschinen zum Einsatz. Roboter sprühen 3 weitere Schichten auf. Eine gegen Steinschlag, dann die eigentliche Farbschicht und am Ende den Klarlack. Der gesamte Vorgang dauert 9 Stunden. Im Ergebnis wiegt das Auto rund 19 Kilogramm mehr. Für die lackierten Karossen geht die Reise weiter. Über eine 250 Meter lange Strecke schweben die Gestelle ans andere Ende des Werksgeländes. Die Grundzüge der Sportwagenlegende sind bereits zu erkennen. Und das soll auch so sein. Schon immer galt, ein Elfer muss aussehen wie ein Elfer. Anfang der 60er Jahre etabliert die erste Generation den typischen Look. Markante Scheinwerfer, eine flache Haube dazwischen und die durchgängig geschwungene Linie bis zum Heck. Längst gilt dieses Design als Klassiker. Eine der Vorgaben war von Anfang an, es sollte die Silhouette des Autos für jeden erkennbar sein, dass es ein Porsche ist. Und das hieß ein Fließheck. Die spätere Legende 911 heißt zunächst aber etwas anders. Die ersten 100 Fahrzeuge werden noch unter der ursprünglich angedachten Nummer 901 verkauft. So wird er auch auf der Automobilausstellung 1963 in Frankfurt am Main präsentiert. Die erste Neuentwicklung aus dem Hause Porsche seit 15 Jahren. Peugeot aber erhebt Einspruch gegen den Namen. Die Begründung: Typenbezeichnungen mit einer Null in der Mitte seien dem französischen Automobilhersteller vorbehalten. Porsche macht aus dem 901 einfach den 911 und setzt Maßstäbe. Die ersten Modelle haben einen 2-Liter Sechszylinder-Boxermotor im Heck. 130 PS beschleunigen ihn auf bis zu 210 Kilometern pro Stunde. Für die damalige Zeit ein extremer Wert. Der neue Porsche ist von Anfang an ein echter Sportwagen und er kostet auch einiges. 21.900 D-Mark, circa das Dreifache des Vorgängermodells 356.
Das ist kein Vergleich zu dem, was Elfer der ersten und zweiten Generation heute wert sind. Die Preise für ein komplett restauriertes Einzelstück können bei fast 1 Million Euro liegen. Die Spezialisten von Early 911S in Wuppertal verwandeln Rostlauben in funkelnde Sammlerstücke. Die Männer und Frauen sind spezialisiert auf die Baureihen 356 bis 993, die noch einen luftgekühlten Motor hatten. Die Warteliste für eine Komplettrestauration ist lang. An manchen Projekten arbeiten die Mitarbeiter hier über Jahre. Die Devise: Es gibt fast nichts, was nicht zu retten ist. Wir können fast alles restaurieren. Also wir haben natürlich Verschleißgrenzen bei Motor, Getriebe, Fahrwerken. Da kaufen wir bei Porsche Originalteile ein. Man kann immer sagen, wir haben 30% auf jeden Fall bei einem Auto, was komplett neu ist. Also sei es Karosserieteile natürlich, um Flächen wieder hinzukriegen oder halt Hohlräume zu öffnen und wieder zu verschließen. Innenausstattung können Sie fast alles restaurieren. Das ist schön. Mittlerweile gibt es jedes Material in jedem Baujahr. Rund 450 alte Porsche befinden sich auf dem Firmengelände am Stadtrand von Wuppertal und warten auf ihr zweites oder drittes Leben. Gerade steht ein F-Modell, also ein 911 der ersten Generation, auf der Richtbank. Ein 2,4 Liter Targa von 1972. Das Auto ist immer wieder restauriert worden, aber das Grundproblem ist eigentlich nicht gelöst worden. Er hatte vorne einen Unfall, hatte hinten einen Unfall. Das Ergebnis? Das Auto ist schief und krumm. Typisch? Nicht der Motor oder das Fahrwerk machen die meiste Mühe beim Restaurieren, sondern die Handarbeit an der Karosserie. Wir haben jetzt hier eine Rahmenbank, die ist dann spezifisch halt für das F-Modell. Sehen wir vorne eine Rahmenlehre, die gibt uns vor, wie nachher die Windschutzscheibe vorne reinkommt. Hinten eine Rahmenlehre, wie dann die Heckscheibe reinkommt. Und wenn überall alles reinpasst und die Rahmenlehren passen und die Rahmenlehren von den Türen passen, weiß ich eigentlich, dass das Auto hinter gerade ist. Die Karosseriebauer flexen kurzerhand ein Stück Blech von dem 50 Jahre alten Wagen ab. Das Teil ist einfach nicht mehr zu retten. Das ist jetzt auch das Teil, das die ganze Fahrerseite, Hinterachse mit dem Rest des Autos verbindet. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Teil das Fahrverhalten verschlechtert, ist halt extrem groß. Ja, weil wenn man sich das sieht, da kann man halt keine Hinterachse vernünftig befestigen, geschweige denn hinterher vernünftig einstellen. Wenn man jetzt mal hier drauf kommt, ist da so viel rumgefuscht worden, ne, auch innen drin. Dementsprechend mussten wir halt dieses komplette Element halt rausnehmen und dann halt neu aufbauen. Die Mitarbeiter stecken 500 bis 1500 Arbeitsstunden allein in die Karosserie des Oldtimers, bis sie so aussieht. Ein historischer 911 ist eben ein Traumauto. Und das kann auch einiges kosten. Vor allem Zeit. In Zuffenhausen baut man solche individuellen Traumautos in Serie. Alle zweitürigen Sportwagen der Firma kommen von dieser Assembly Line. Nicht nur alle 911-Modelle, sondern auch alle 718er wie der Boxster und der Cayman. Eine fertig lackierte Karosserie rollt auf die Assembly Line. An der ersten von 117 Stationen legen die Monteure Schutzschalen auf, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden. Und sie bauen die Türen aus. So kommen die Mechaniker leichter in den Innenraum. Ein Lift bringt die Fahrertür zur Station 108 eine Etage tiefer, wo sie in wenigen Stunden wieder an den Wagen montiert wird. Diese Mitarbeiter rollen eine schwere Tasche ins Auto. Darin versteckt ist das Nervensystem des Fahrzeugs. Der Kabelbaum kommt als fertig zusammengestecktes Modul und muss nur noch verlegt werden. Dafür werden 4 Männer benötigt, denn die Arbeit muss in 175 Sekunden erledigt sein. So ist die Taktung, dann kommt das nächste Auto. Das Montageband bewegt sich mit 2 Metern pro Minute vorwärts. Und kein Wagen ist wie der andere. Nach einem Elfer kann wieder ein Cayman kommen. Die Mitarbeiter hier beherrschen alle Modelle.
Die Herausforderung dabei ist natürlich der hohe Qualifikationsgrad unserer Mitarbeiter. Und so ist es uns möglich, eben vom Basis 911 bis zum Cup-Rennfahrzeug alle Fahrzeuge über ein Serienband zu produzieren. Der Benefit dabei ist, dass wir schlichtweg nur einen Karosseriebau, eine Lackiererei und ein Fahrzeugmontageband brauchen für die gesamte Produktpalette der zweitürigen Sportwagen. An der nächsten Station bauen die Mitarbeiter das Armaturenbrett ein. Dieses haben Kollegen in der Cockpit-Vormontage, einer kleinen Fertigungsstrecke direkt neben der Hauptlinie, schon zusammengebaut. Mit einem Montagearm schiebt ein Mechaniker die fertige Instrumententafel in das Fahrzeug. Damit nichts beschädigt wird, ist das Bauteil mit einer blauen Schutzmatte verkleidet. Wie es sich für einen 911 gehört, sitzt der Drehzahlmesser in der Mitte und nicht das Tachometer. Denn Rennpiloten fahren nach Umdrehungen und nicht nach Stundenkilometer. Wenige Meter weiter bekommt jedes Cabrio noch ein lebensrettendes Bauteil verpasst, den Überrollschutz. Im Fall eines Überschlags schießen in Sekundenbruchteilen zwei Bügel heraus, die die Köpfe der Insassen schützen sollen. Jede Variante des Elvers, ob Coupé, Cabriolet, Targa oder Speedster, kommt mit besonderen Extras. Das ist aufwendig, aber die Modellvielfalt steigert die Absatzzahlen. Diese Derivate genannten Weiterentwicklungen haben bei Porsche Tradition. Das erste Elver Cabrio, der Targa, kommt mit einem stilbildenden Alleinstellungsmerkmal daher, dem markanten Überrollbügel hinter den Türen. Der spätere Welterfolg Targa ist aus der Not herausgeboren. Um das Cabrio auf dem wichtigen US-Markt verkaufen zu dürfen, mussten die damals dort geltenden Sicherheitsvorschriften beachtet werden. Ein reines Cabrio war nicht zulässig. Porsche erfand kurzerhand den Targa-Bügel. Ein klassisches Cabrio ohne Bügel gibt es erst ab 1983. Mit den Jahren wird die Modellpalette immer umfangreicher und farbenfroher. Der 911 fällt im Straßenbild auch durch seine zahlreichen Sonderlackierungen auf. So bunt wie der Sportwagen sind seinerzeit nur wenige Autos. Außerdem wird er stärker, breiter, auffälliger, immer mehr zu einem echten Boliden. Der Bürzel, genannte Heckspoiler, ist das Markenzeichen dieser Entwicklung. Dann kommt 1975 ein neues Spitzenmodell, der Turbo. Für gut 65.000 D-Mark erhalten die Kunden einen 260 PS starken Wagen, der bis zu 250 km pro Stunde schafft. Auch der Turbo wird schnell ein Klassiker. Das Porsche Museum in Zuffenhausen ist eine Schatztruhe voller Legenden. Autos, die es hierher geschafft haben, waren Vorreiter der technischen Entwicklung. Mehr als 80 Ausstellungsstücke auf 3 Etagen erzählen von den großen Erfolgen des einst kleinen Unternehmens. Der Star ist auch hier immer wieder der 911 in den unterschiedlichsten Variationen. Bernd Kanau hat als Baureihenleiter in den 90er Jahren einen Teil der Erfolgsgeschichte mitgeschrieben. Was man über die Jahre immer mehr geschafft hat, war der Spagat zwischen Sport und Komfort. Sie konnten mit jedem neuen 911er schneller um den Nürburgring fahren wie mit dem Vorgänger. Und er war trotzdem komfortabler. Und das war das Geheimnis, wie wir eigentlich diese Stückzahlen in den Bereich bekommen haben, wo man Geld verdienen konnte und die Firma Porsche erhalten konnte. Bernd Kanau hat auch viele Sondermodelle auf den Markt gebracht. Darunter diesen aufwendig produzierten Speedster mit einem Rennaufsatz statt eines Dachs. Dieses Aufsatzteil ist im internen
Sprachgebrauch Klodeckel. Die Idee hinter dem Klodeckel war, dass man so ein bisschen Feeling vom Formelauto quasi, man sitzt im Freien. War extrem schwierig. Sie mussten einen Helm aufziehen. Wir waren froh, dass das niemand wollte. Ein paar Meter weiter steht noch einer dieser wenigen 911, die kaum jemand wollte. Ein Hardtop-Cabrio mit eigenem Surfboard. Dass man alles für viel, viel Geld entwickelt hat damals, fast nicht verkauft haben. Die Kunden wollten offen fahren und die haben sich sicher das Surfbrett dort geliehen, wo sie hingefahren sind. Ist immer schwierig. Es gibt dann ein Marketing, das behauptet, man braucht es. Selber hat man das Gefühl, man braucht es nicht. Aber was braucht der Kunde? Und das ist immer schwierig. Und dann gibt es noch ein Einzelstück, aus dem eigentlich ein vielversprechendes Nischenprodukt hätte werden können. Ich hatte mal die Idee, dass es einen Markt gibt für gepanzerte 911er. Mit Panzerglas, speziellen Türbereichen, Matten hinter der Karosserie. War immer noch nicht so schwer, dass er immer noch als 911er fahrbar war. Blieb ein Einzelstück. Gepanzerte Scheiben gibt es an der Assembly Line in Zuffenhausen heute immer noch nicht. Hier ist es Verbundglas. Zunächst trägt ein Roboter eine dünne Schicht Spezialkleber auf. Dann setzen die Mitarbeiter die Scheibe vorsichtig ein. Ein Vakuumheber hilft ihnen, das Glas millimetergenau zu positionieren. Denn bei Tempo 300 könnte jede noch so kleine Ungenauigkeit in der Frontscheibe fatale Folgen haben. Der erste Abschnitt der Montagelinie ist geschafft. Armaturenbrett, Bordelektronik und der größte Teil der Fahrzeughülle sind komplett. Mit einem Fahrstuhl schwebt der zukünftige Elfer eine Etage tiefer. Die nächsten Stationen durchläuft das Auto in einem Rotationsförderer unter der Decke. Das Gestell hält die Karosserie immer genau in Arbeitshöhe und dreht es in Position. Die Arbeiter haben so stets optimalen Zugang zum Fahrzeug. Am Rande der Montagestrecke stehen schon die Benzintanks zum Einbau bereit. Sie bestehen aus nicht brennbarem Kunststoff und fassen 67 Liter. Damit kommt der Sportwagen laut Hersteller auf knapp 750 Kilometer Reichweite, außerorts. Ein Mitarbeiter baut den Treibstoffbehälter von unten in das Fahrzeug ein. Beim Elfer sitzt der Tank vorn, direkt hinter dem Kofferraum. Jetzt wird es feierlich. Die Hochzeit steht an. So heißt es, wenn die Karosserie mit dem Antriebsstrang verbunden wird. Zwei Fertigungsstraßen vereinen sich an dieser Kreuzung. Von links aus der Vormontage bringt das fahrerlose Transportsystem das fertige Antriebsmodul mit Radaufhängung, Motor und Abgasanlage. Von rechts schwebt aus der Assembly Line das Oberteil dazu. Sind beide Baugruppen übereinander positioniert, lässt der Rotationsförderer die Karosserie langsam auf das Unterteil herab. Der Moment der Hochzeit. Vier Mitarbeiter als Trauzeugen fügen Karosserie und Antriebsstrang millimetergenau zusammen. Damit die Ehe auch wirklich hält, verbinden die Männer die Module mit 96 Schrauben. Zuvor haben Monteure an einer eigenen Montagelinie den Antriebsstrang zusammengesetzt. Vier Einzelradaufhängungen für den Allradantrieb, die Abgasstränge, das Getriebe und natürlich das Herzstück, den Boxermotor. Dieser entsteht in einer eigenen Produktionshalle. 350 Mitarbeiter machen hier nichts anderes als Motoren zu bauen. 100 Arbeitsstationen durchlaufen die Aggregate, bis sie fertig sind.
Zwischendurch gibt es immer wieder Funktionstests. IO, also in Ordnung und grünes Licht, bedeutet, es kann weitergehen. NIO, also nicht in Ordnung, bedeutet, von Hand nacharbeiten. 40 verschiedene Modelle werden hier hergestellt. Eines haben alle gemeinsam. Es sind Boxermotoren. Jeder Motor kommt in Einzelteilen. Die zwei Hälften des Kurbelgehäuses, Kurbelwelle, Kolben und 6 Pleuel. An dieser Station bereitet ein Mitarbeiter den Zusammenbau des Boxermotors vor. Dazu verbindet er die Kolben mit jeweils einem Pleuel. Danach setzt er das fertige Bauteil in einen der 6 Zylinder ein. In ihnen findet später die Verbrennung statt. Das Band rollt weiter, alle 2 Minuten und 47 Sekunden. Der nächste Mitarbeiter montiert die Kurbelwelle. Sie überträgt später die Bewegung der Kolben an das Getriebe. In einem Sicherheitskäfig fügt ein Roboter die beiden Hälften des Boxermotors exakt im 180-Grad-Winkel zusammen. Jeweils 3 Zylinder liegen sich jetzt flach gegenüber. Das ist der große Unterschied zu anderen Motoren. Beim weit verbreiteten V-Motor stehen sich die Zylinder in V-Stellung gegenüber, daher auch der Name. Die Kolben bewegen sich zeitlich leicht versetzt zueinander. Einer folgt dabei der Bewegung des anderen. Beim Boxermotor hingegen liegen sich die Kolben in 180-Grad-Stellung flach gegenüber und jedes Paar läuft simultan. Bewegt sich ein Kolben in Richtung Kurbelwelle, tut der andere das spiegelbildlich auch. Wie 2 Boxer, die aufeinander zutänzeln und sich dann wieder trennen. Das Prinzip sorgt für eine höhere Laufruhe. Der Boxermotor bietet für uns viele Vorteile. Der Boxermotor baut extrem flach, somit hat er auch einen extrem niedrigen Schwerpunkt, was dann wiederum für das Fahrzeug und die Fahrdynamik extrem wichtig ist. Der Motor muss hinten in das Heck passen. Ich glaube, einen V8-Motor hätten wir uns schwer, ihn reinzubekommen. Besonders markant, der Boxermotor wird nicht aufrecht, sondern flach liegend verbaut. Das hat bei Porsche Tradition. Denn der Elfer wird seit dem ersten Tag von so einem liegenden 6-Zylinder-Boxer angetrieben. Zurück in Wuppertal bei den Restaurationsprofis. Die Männer hier schätzen die alten, luftgekühlten Boxermotoren. Denn diese lassen sich gut restaurieren. Unter Fachleuten wird das auch Motorrevision genannt. In einer eigenen Halle werden die Boxer general überholt. Fast alle Ersatzteile sind heute noch lieferbar. Arbeit am Motor ist für die Mechaniker Routine. Zeitmäßig ist die Motorrevision eigentlich relativ überschaubar. Also brauchen wir vom Zerlegen bis zur Fertigstellung circa 6 Wochen. Grundsätzlich gilt, die luftgekühlten Boxer sind wesentlich einfacher konstruiert als die moderneren, mit Wasserkühlung und jeder Menge Elektronik. Die Frage Luft oder Wasser spaltet seit jeher die Porsche-Gemeinde in 2 Lager. Für die Wuppertaler kommen nur original luftgekühlte 911 in Frage. Der alte Elva, für das heutige Straßenbild finde ich es eigentlich das schönste Auto. Das ist ein extrem Understatement in dem Sinne, dass wenn man so ein altes Auto kauft, ist eigentlich jeder verzeiht. Also wenn man mit einem modernen Porsche vorfährt, ist es halt meistens so, dass er ein großer Neidfaktor hier ist. Hier ist er doch eher eigentlich der Daumen hoch. Von den Luftgekühlten wurden insgesamt mehr als 400.000 gebaut. In die Werkstatt der Wuppertaler schaffen es aber nur die seltensten unter ihnen. Ich suche auf der ganzen Welt besondere Autos. Besondere Autos heißt Geschichte, Sonderfarben oder halt besonders limitierte Fahrzeuge. Die Erstbesitzerin dieses Turbo der 4. Generation war Porsche Stammkundin. Sie bestellte ihren Elfer stets in Blutorange. Alles Einzelstücke. Nach der Restaurierung wird dieser Wagen rund 350.000 Euro wert sein. Die alten Turbos haben einen speziellen Charakterzug.
das berüchtigte Turboloch. Tritt der Fahrer aufs Gas, passiert erst einmal wenig. Der Turbolader muss zunächst Druck aufbauen, dann aber plötzlich setzt die volle Ladung ein und das Auto schießt nach vorn. Gerade in Kurven ist das gefährlich. Zu gefährlich für manche Oldtimer-Kunden. Wir verändern das Turboloch für den modernen Autofahrer, indem wir ein bisschen die Motorcharakteristik verändern. Also wir bauen eine andere Nockenwelle ein, wir bauen den Turbolader, wird ein bisschen verändert. Dadurch ist das deutlich sanfter für viele Leute, die natürlich heute wirklich nicht gewöhnt sind, mit so einem alten Auto zu fahren. Dann ist er auch extrem alterstauglich. Die Porsche-Ingenieure erkannten das Problem Turboloch und lösten es im Laufe der Entwicklung. Das Prinzip Turbolader ist aber bis heute gleich geblieben. Auch bei den aktuellen Modellen aus Zuffenhausen. Das aus dem Motor strömende Abgas treibt die Turbine des Turboladers an. Diese erhöht wiederum die Frischluftzufuhr zum Aggregat. Die Leistung steigt. Am Motorblock des neuesten Elvers sitzen gleich zwei Turbolader. Mit ihnen kommt das Auto auf 650 PS. Für den Einbau haben die Mechaniker auch hier nur 2 Minuten und 50 Sekunden Zeit. Sie müssen im Takt bleiben. Der gesamte Motor muss innerhalb von 5 Stunden fertig zusammengebaut sein. Die Kollegen, die hier in der Montage arbeiten, nehmen 900 Teile in die Hand. Dazu gehören Einzelteile, Kleinteile wie Schrauben und Ähnliches, aber auch einzelne Baugruppen, sodass wir auf 900 Teile kommen, um einen Turbomotor zu produzieren hier auf dem Montageband. Am Schluss kommt jeder Motor auf den Prüfstand. Ein Mitarbeiter schiebt das Aggregat in eine Hochsicherheitskabine. Hier wird der Warmtest durchgeführt. Dazu verbindet er den Motor mit Stromanschluss, Benzinleitung und Absaugschläuchen, die die Abgase auffangen. Die Messung wird zeigen, ob alles funktioniert und ob der Motor die volle Leistung bringt. Tür zu. Der Warmtest kann beginnen. Vollautomatisch bringt die Anlage den Boxer langsam auf Touren. Bei 2.500 Umdrehungen läuft der Motor langsam warm. Gnadenlos steigert der Computer dann die Leistung bis zum Maximum. "90 Sekunden lang gibt das System Vollgas. Permanent messen die Sensoren dutzende Parameter wie das Drehmoment, die Öl- und Kühlwassertemperatur und den Kraftstoff- und Ladeluftdruck. Test bestanden. 260 Motoren verlassen die Abteilung pro Tag. Alles im Takt, damit sie zur richtigen Zeit eingebaut werden können. Ein Lager für die Aggregate gibt es nicht. Unser logistisches System muss sehr ausgeklügelt sein, denn das richtige Teil zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Qualität, am richtigen Ort, hat natürlich in diesem System eine enorme Bedeutung, denn wir können uns die Teile nicht auf Lager legen. Autonome Wagen bewegen die Motoren in Richtung Serienfertigung. Das fahrerlose Transportsystem, kurz FTS genannt, liefert sie an einer Art Verschiebebahnhof ab. Hinter dieser Schleuse befindet sich ein gigantisches Hochregal. Sperrgebiet für Mitarbeiter. Ein vollautomatischer Kran übernimmt die ganze Arbeit. Er parkt die Boxer für kurze Zeit in den Etagen. Eine Software meldet, wenn ein bestimmtes Aggregat in der Fertigungsstraße gebraucht wird. Der Kran sucht den passenden Motor sofort heraus. Alles passiert innerhalb von Minuten. Zeitgleich liefert das FTS bereits den nächsten Boxer. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen.
Andernorts herrscht hingegen absolute Stille. Im Akustiklabor darf kein Geräusch von außen stören. Hier wird der Sound des Elvers gemessen. Und so sieht er aus. Ein 911er, der muss für mich unterum voluminös, kraftvoll klingen und nach oben raus dieses typische Schreien entwickeln. Ja, hier haben wir den Sound sichtbar gemacht, des Hochlaufs, den wir gerade gefahren sind. Hier sieht man die Drehzahlachse, das heißt, hier läuft das Auto von 1500 Umdrehungen, in unserem Fall jetzt bis 6000 Umdrehungen hoch. Hier in der Achse, da sieht man im Prinzip, wie hoch die Frequenz ist oder wie hoch der Ton ist. Und an der Farbe erkennt man, wie laut er ist. Blau ist leise. Und bei Rot und Gelb brüllt der Motor. Ich kann jetzt anhand von diesem Diagramm den akustischen Fingerabdruck von dem Fahrzeug interpretieren. Der Fingerabdruck wird mittels Mikrofonen erstellt. Diese sind in einem genau vorgegebenen Abstand um das Fahrzeug verteilt. Die Isolierung der Soundkammer ist einen ganzen Meter dick und sorgt für absolute Ruhe. Der Raum selbst ist auf Federn gelagert, sodass keine Vibrationen eindringen können. Um den Höreindruck im Innenraum des Autos exakt zu messen, kommt auch ein Dummy als Beifahrer zum Einsatz. Er und der Fahrer tragen ebenfalls Mikrofone am Kopf. Also mein Beifahrer in dem Fall ist ein Kunstkopf, das ist dem menschlichen Torso nachgebildet. Auch die Hörmuschel sieht man hier, hat man dem menschlichen Proportion oder dem menschlichen Ohr nachgebildet. Und es soll in dem Fall einfach den Höreindruck des Beifahrers möglichst gehörrichtig aufzeichnen. Der Ingenieur erstellt ein vollständiges Soundprofil. Das heißt, langsames Anfahren bei 1500 Umdrehungen. Dann unter Volllast bis auf 6000 Umdrehungen in den vierten Gang beschleunigen. Das Tempo halten und schließlich im Leerlauf wieder ausrollen lassen. Nach knapp 2 Minuten ist der Test beendet. Auch beim Elver gilt zunächst, der Motor macht den Sound. Doch auch die Abgasanlage ist entscheidend. Insbesondere die Position der Auspuffrohre, die Endrohrlage. Diese Endrohrlage hat natürlich auch maßgeblich Einfluss auf den Sound an sich. Also es ist viele auch nicht bewusst, dass näher zusammengerückte Abgasanlage andere Gestaltungsmöglichkeiten bietet, wie wenn die hier außen liegen. Und diese Sportabgasanlage, die zeichnet sich durch ihr kerniges, raues Klangbild aus, das dann in höhere Drehzahlbereiche wieder in dieses typische Sägerschreie ausartet, sag ich mal. Und ein bisschen ausarten ist ja schließlich erwünscht beim 911. Das Soundlabor ist Teil des Porsche-Entwicklungsgeländes in Weissach, 25 Kilometer vor den Toren Stuttgarts. Hier liegt auch die unternehmenseigene Teststrecke. Jede neue Sportwagengeneration wird erst einmal ausgiebig geprüft. Denn, so besagt es die Firmenphilosophie, er muss ja nicht nur Straßen, sondern auch Rundstrecken tauglich sein. Das hat der Elver in seiner Geschichte schon mehrfach unter Beweis gestellt. 1965 das Renndebüt bei der Rallye Monte Carlo. Dort gibt es auch die ersten großen Erfolge. Der Elver gewinnt 3-mal hintereinander von 1968 bis 1970. Der Auftakt einer Erfolgsgeschichte, die bis heute anhält. Immer wieder macht sich die Zuverlässigkeit bei Langstreckenrennen bezahlt.
Die 24 Stunden von Daytona 1973 gewinnt ein 911 mit 130 Kilometern Vorsprung vor der Konkurrenz. Bei den 24 Stunden von Le Mans gibt es immer wieder Klassensiege. Der ganz große Wurf gelingt den normalen Elfern hier aber nicht. Dafür müssen Weiterentwicklungen her. Einer davon ist der Porsche 935, ein stark modifizierter 911 Turbo. Mit ihm gewinnt 1979 das Privatteam Krämer sensationell den Klassiker in Frankreich. Fast 20 Jahre später gelingt dies wieder einem 911, dem GT1. Ursprünglich aus dem Straßenfahrzeug entwickelt und in den Folgejahren so lange hochgezüchtet, bis er fast nur noch den Namen mit dem 911 gemein hat. Vor der Hinterachse sitzt ein Mittelmotor, der auch noch wassergekühlt ist. Ist das noch ein Elfer? Fragen viele Porsche-Fans. Trotzdem gewinnt er 1998 die 24 Stunden von Le Mans mit einem Doppelsieg. Immer wieder beweist der Sportwagen, dass er nicht nur Rennstrecken, sondern auch geländetauglich ist. Mit dem frisch entwickelten 953 gewinnt Porsche 1984 die Rallye Paris-Dakar. Statt tiefer ist der Wagen höher gelegt, auf 27 cm Federweg. Ein Elfer mit Allrad, verbesserten Stoßdämpfern und einer verstärkten Hinterachse. Es ist Porsches erster Start überhaupt bei der Rallye. Und es ist das erste Mal, dass kein Geländewagen gewinnt. Und dann bauen die Stuttgarter noch einen echten Supersportwagen, der sich als Rallye-Fahrzeug tarnt. Der 959 ist Mitte der 80er Jahre eine Revolution auf vier Rädern und gewinnt ebenfalls Paris-Dakar. Man wollte mit dem 959 dann zeigen, was technisch alles möglich ist. Allrad, Hochgeschwindigkeit, Doppelturboladung und so weiter. Alles, was technisch in der Zeit möglich war. Die Mechaniker nennen den Wagen das rollende Forschungslabor. Später fließen viele Erkenntnisse in die Serienproduktion des Elfers ein. Doch zunächst einmal sorgt die viele Technik für jede Menge Gewicht. Knapp 1,5 Tonnen. Trotzdem erreicht er eine Spitzengeschwindigkeit von 317 Kilometer pro Stunde. Man darf nicht vergessen, das war das erste Mal, dass wir mit dem Auto weit über 300 gefahren sind. Mit dem Gewicht von einem, ich sag mal, kleinen LKW, habe ich immer gesagt. Es war kein Rennauto, von den Fahrleistungen schon, aber vom Gewicht her nicht. Und man konnte so nicht in Serie gehen. Und es war ein enormer Entwicklungsaufwand, den man dann noch betreiben musste. Und wir sind ja deutlich später in Serie gegangen, wie eigentlich geplant war. Und deswegen ist das Auto am Schluss so teuer geworden. 420.000 D-Mark kostet ein 959 Mitte der 80er Jahre. Porsche baut gerade einmal 292 Stück. Das war ja damals der Supersportwagen und viele, die das Geld gehabt haben, haben halt gesagt, ich brauche den, egal wie gut oder schlecht das der fährt. Und die haben ja eigentlich alle gutes Geschäft daraus gemacht, weil wenn man die Preise dann gesehen hat, wie die in Kürze dann gestiegen sind, war das ja Wahnsinn. Ne? Rund 1 Million Euro kann so ein Modell heute kosten. Die Restaurationsprofis in Wuppertal haben gerade einen in der Werkstatt. Der Wagen hat viele Kilometer auf dem Tacho, einen berühmten Erstbesitzer und noch die Originallackierung. Das Auto ist in keinem restaurierten Zustand, ist immer wieder repariert worden. Erste Hand war Frau Mutter Becker, also eigentlich Boris Becker gekauft, aber auf die Mutter zugelassen. Danach von den letzten Besitzern wirklich extrem viel gefahren. Also normalerweise, wenn man sich mal vergleicht mit Autos, die auf Auktionen angeboten werden, haben sie Fahrzeuge immer so 10, 20, 30.000 Kilometer.
Der hat jetzt 124.000 Kilometer und ist eigentlich auch in einem ziemlich used Look. Also wenn wir da reingucken, ist er nie restauriert worden. Es ist viel Geld in Technik investiert worden, aber es wäre aus meiner Sicht halt eher ein Restaurationsprojekt. Allerdings nicht in Wuppertal. Dafür sind zu viele Teile nicht serienmäßig und damit schwer erhältlich. Zudem ist im 959 viel mehr Elektronik verbaut als in einem alten Elfer. Für eine Restauration müsste dieses Auto zurück ins Werk. Das wäre nicht ganz billig. Also wenn man jetzt sagt, man würde ihn bei Porsche restaurieren, würde ich mal sagen, sind ungefähr Kosten 400.000 Euro. Und danach muss man ihn bewegen, weil der steht sich wirklich tot. Die Unterschiede zum damaligen 911 sind deutlich. Ein variabler Allradantrieb, jede Menge Elektronik und Leistungsdaten, die sich hinter dem heutigen Carrera S nicht verstecken müssen. Dieses Fahrzeug war seiner Zeit voraus. Damals fragten sich viele Porsche-Fans, ist das noch ein Elfer? Es ist ein Elfer, definitiv. Klar ist, die Technologie des 959 fand später den Weg in die Serienproduktion. Das Testlabor auf vier Rädern steckt also heute noch im Porsche 911. In Zuffenhausen bauen die Mitarbeiter heute so viel Elektronik wie noch nie in einen 911. Auf dem letzten Abschnitt der Fertigungsstraße bekommt dieser Turbo S jetzt wichtige Aerodynamik-Bauteile verpasst. Am Heck des Sportwagens installiert ein Mitarbeiter Teile für den beweglichen Heckflügel. Dieser passt sich elektromechanisch der Fahrsituation an. Der Flügel fährt bei 90 km pro Stunde automatisch aus. Bei höheren Geschwindigkeiten vergrößert sich der Anstellwinkel, um mehr Abtrieb zu erzeugen. Der ausfahrbare Flügel, ein charakteristisches Merkmal, genau an der Stelle, an der früher der berühmte Bürzel, also ein Heckspoiler, saß. Wir sprechen immer dann vom Spoiler, wenn er nur an der Oberfläche überströmt wird, also so ein typischer Bürzel oder Abrisskante. Und wir sprechen vom Flügel, wenn er oben und unten überströmt wird. Der Flügel ist viel effizienter und er erzeugt viel Abtrieb. Deshalb ist das Anstreben des Aerodynamikers immer, das Ding so breit und so tief wie möglich zu machen und ihn als Flügel auszugestalten und dann möglichst hochzufahren, dass die Unterströmung, die für die Effizienz extrem wichtig ist, nicht gestört wird. Auch an der Front gibt es variable Aerodynamikteile. Unter der Stoßstange sitzt ein Bugspoiler aus Kunststoff. Das Bauteil fährt während der Fahrt automatisch aus, indem es sich mit Druckluft füllt. Der Luftstrom wird auch durch die Flaps, die vorderen Lufteinlässe, beeinflusst. Der Bordcomputer verändert ihren Anstellwinkel je nach Geschwindigkeit und Kühlbedarf. Alle Aerodynamikbauteile, die in Zuffenhausen verbaut werden, erhöhen den Anpressdruck des Fahrzeugs um bis zu 170 Kilogramm. Ist ein Gesamtkunstwerk, die Aerodynamik. Man ist immer in dieser Schere zwischen Effizienz, also so wenig Luftwiderstand wie möglich, und eben für einen Sportwagen auch Abtrieb. Man schaut sich die Räder an, man schaut sich die Speichen an, welchen Einfluss haben die. Unterboden glatt machen, Schraubenlöcher versenken, Spalte und Übergänge richtig zu gestalten, auch prozesssicher, dass das jeden Tag in der Fabrik so auch rauskommt. Doch bevor der Sportwagen aus der Fabrik kommt, muss er erst einmal entwickelt werden. Seit den 70er Jahren geschieht das im Porsche-Entwicklungszentrum in Weissach. Die Ingenieure hier haben seitdem mehr als 7000 Patente angemeldet. Heute gilt das Gelände als einer der am strengsten bewachten Standorte der deutschen Industrie. 6500 Menschen sind hier beschäftigt, mehr als 5000 davon in der Entwicklung. Die Erschaffung eines neuen Porsche 911 kostet viele Millionen Euro. Im 9000 Quadratmeter großen Designzentrum entwerfen die Mitarbeiter heute bereits den Sportwagen von morgen. Denn wenn eine Weltneuheit der Öffentlichkeit präsentiert wird, ist das Auto für die Designer fast schon ein Oldtimer. Ihre Arbeit liegt dann bereits eine ganze Zeit zurück. Wie viel Vorlauf der Entwurf eines neuen Modells genau braucht, ist ein Betriebsgeheimnis. Jeder neue Elfer sorgt für das gleiche Problem. Er darf nicht
zu neu sein. Die große Herausforderung ist, dass der neue 911 auf den ersten Blick erkennbar sein muss als der neue, aber eben auch ganz klar ein 911 sein muss. Also diese Balance zu finden, wie progressiv, wie weit gehe ich mit neuen Gestaltungselementen. In der oberen Etage entwerfen die Designer zunächst einen Grundriss am Computer. Im Erdgeschoss erschaffen Mitarbeiter dann physische Modelle in verschiedenen Größen und am Ende auch ein Tonmodell im Maßstab 1:1. Das Team baut Felgen und Lampen aus Plastik an das Muster. Dann wird das komplette Modell mit Folien beklebt. Sie simulieren die Lackschicht. So lässt sich abschätzen, wie das Licht von der Oberfläche reflektiert wird. Das Modell ist mit bloßem Auge fast nicht von einem echten Auto zu unterscheiden. Die Arbeit am 911 ist für die Designer hier noch etwas Besonderes. Der Sportwagen gibt den Look für die gesamte Modellpalette des Unternehmens vor. Wir haben eine klar definierte Design-DNA und die wesentlichen Elemente, die für die Markenidentität von Porsche zuständig sind, die lassen sich letztendlich vom 911 ableiten. Also ein Beispiel ist das Thema, die Kotflügel sind höher als die Haube. Das ist diese, wir nennen es immer Topografie. Oder wenn ich von hinten auf das Auto schaue, dass ich diese stark ausgeprägten Schultern habe. Also es gibt so ein paar wesentliche Elemente und die lassen sich alle auf den 911 zurückführen. Der Elfer hat seine Grundform über all die Jahrzehnte behalten. Die flache Front mit den markanten Scheinwerfern und die geschwungene Linie bis zum Heck. Die internen Modellnummern sind für Außenstehende verwirrend. Auf 997 folgt die 991. Porsche-Liebhaber erkennen an den Ziffern auf Anhieb, um welche Generation es sich handelt. Mit den Jahren ist Porsches Ikone länger und vor allem breiter geworden. Dennoch soll er nicht protzig wirken, sagen die Designer. Leichtes Understatement ist das erklärte Ziel. Für mich ein 911, der sagt schon über die Proportionen, ich bin ein Sportwagen, aber eben nicht diese Aggressivität. Ich könnte, wenn ich will, aber ich muss nicht die ganze Zeit. Während das Design noch verfeinert wird, sind die ersten Prototypen bereits in einem gnadenlosen Prüfprogramm unterwegs. Zwischen 200 und 800 Stunden läuft der Motor auf dem Prüfstand. Ein Härtetest. Die Idee ist natürlich, dass man immer Raffdauerläufe bekommt. Das heißt, ich weiß nach 4, 6, 8 Wochen bereits, wie verhält sich das über ein Fahrzeugleben lang. Und da gibt es sehr, sehr viele Erfahrungswerte. Ich eben weiß, wenn ich den Motor 200 Stunden durch so ein Programm hetze, dann geht er nie wieder kaputt, wenn er das kann. Die Sportwagenlegende wird international exportiert und muss daher unter allen Wetterstrapazen volle Leistung bringen. Aus diesem Grund werden die Vorserienmodelle in unterschiedlichsten Klimazonen getestet. Bei Temperaturunterschieden von mehr als 80 Grad müssen Motor, Bremsen und Assistenzsysteme immer zuverlässig funktionieren. Das globale Erprobungsprogramm findet simultan auf mehreren Erdteilen statt, mit Dutzenden Fahrzeugen und Testpiloten. Während ein Teil der Testflotte die Extrembelastungen bei Schnee und Eis bewältigt, quälen die anderen die Technik durch die Rush-Hour von San Francisco. Unterm Strich legen die Testfahrer weltweit rund 3 Millionen Kilometer zurück. Nach allen Computersimulationen, Prüfstandsfahrten und Windkanaltests entscheidet am Ende doch das Fingerspitzengefühl. Der ganze finale Test sind unsere Fahrdynamiker, die diese Autos dann fahren und eben sagen, das, was ihr mir ausgerechnet habt, das, was ihr mir im Windkanal entwickelt habt, das fühle ich tatsächlich im Auto. Also der Mensch ist als finales freigebendes Element nach wie vor aus meiner Sicht nicht zu ersetzen. Seit 2019 baut Porsche die 8. Generation des 911 in Zuffenhausen. Der Wagen schwebt auf die letzten Meter der Fertigungsstraße.
Ein Mitarbeiter montiert die eindrucksvollen Vorderräder, 225 mm breit. Die erste Generation kam 1963 noch mit 185 mm aus. Am Heck sind es inzwischen sogar 315 mm. Hier wirken bei der Fahrt auch größere Kräfte, da der 911er die Leistung des Heckmotors größtenteils über die Hinterräder auf die Straße bringt. Nachdem die 12-Volt-Batterie angeschlossen ist, installiert ein Mitarbeiter das Sportlenkrad. Per Tastendruck lassen sich hier 5 verschiedene Fahrmodi wählen. Als letzten Arbeitsschritt an dieser Station montiert er den Fahrer-Airbag. Insgesamt hat der Elfer 6 Luftkissen im Innenraum. Noch haben die Sportwagen keine Türen. Diese wurden ja am Anfang der Assembly Line ausgebaut. Jetzt, da das Interieur fast komplett ist, hängen die Monteure sie wieder ein. Weil es bei einem Sportwagen um jedes Gramm Gewicht geht, wird an jedem Bauteil gespart. Die Sitze des aktuellen 911 wiegen 3 Kilogramm weniger als die des Vorgängermodells. In der unternehmenseigenen Sattlerei werden fast alle Lederarbeiten für das Interieur durchgeführt. Die Haut von ca. 2 Rindern steckt in einem Fahrzeug. Penibel überprüfen die Mitarbeiter das Material auf Unregelmäßigkeiten. Sind die Narben, etwa von Mückenstichen, zu groß oder nicht ordentlich verheilt, wird effizient um den Makel herumgearbeitet. Ein Computer berechnet die Anordnung der einzelnen Stücke so, dass möglichst wenig Verschnitt entsteht. Das Schneiden selbst übernimmt dann eine Maschine per Wasserstrahl. In der Sattlerei arbeiten etwas mehr als 400 Männer und Frauen. Sie verkleben und vernähen das Leder an Türen, Blenden und Armaturenbrettern. Die 911er Innenausstattung besteht aus Dutzenden Einzelteilen. Sie zu veredeln, dauert 10 Arbeitsstunden. Laut Porsche soll jeder 911 ein Einzelstück sein. Dass 2 Autos mit identischer Ausstattung das Werk verlassen, kommt rechnerisch nur einmal pro Jahr vor. Unser erklärtes Ziel in der Produktion ist natürlich, dem Kunden sein Automaß zu schneidern. Das heißt, das Most Personal Car zu bauen. Und das sehen Sie allein daran, dass sich nach etwa 40.000 gebauter 911 erst eine Konfiguration wiederholt. Die Kombinationsmöglichkeiten sind zahlreich. Im Inneren ist die beliebteste Farbe schwarz. Doch auch klassisch braunes Leder ist noch immer gefragt. Und bei der Bauart hat die Modellvielfalt schon Tradition. Doch wer kauft eigentlich ein solches Auto? Porsche hat über die Jahre ein recht klares Bild des typischen 911-Fahrers gewonnen. Wenn ich in unsere Marktforschungsdaten schaue, dann finden wir normalerweise einen Selbstständigen. Das ist sehr typisch ein Mann. Er ist Mitte 50. Je höher die Motorisierung, desto jünger. Und er ist sehr markentreu. Also einmal 911 heißt üblicherweise immer 911. Mehr als 200.000 Euro zahlen Kunden heute für einen Turbo S aus Zuffenhausen. Nach 117 Fertigungsstationen und 56 Arbeitsstunden fährt der Sportwagen von der Assembly Line. Ein letztes Mal transportiert das Logistiksystem das Auto eine Etage tiefer. Nach einer peniblen Qualitätskontrolle berühren die Reifen dann endlich den Asphalt. Traditionell soll auch der aktuelle der beste 911 aller Zeiten sein. Wie der Elfer der Zukunft aussieht, kann heute noch niemand sagen. Wohl aber, dass der Boxermotor auch in den nächsten Jahren das Herz des Sportwagens bleibt. Ich bin neulich mal gefragt, wann der elektrische 911er kommt. Also, ja, das kommt schon irgendwann, aber ich habe es hinter meine Rente geschoben, weil dann bin ich nicht zuständig. Und das dauert noch ein bisschen. Also, die nächsten 10, 15 Jahre wird es auf jeden Fall Verbrennungsmotoren geben. Und der 911, soweit traue ich mich schon aus dem Fenster zu legen, wird das letzte Auto sein, was wir mit Verbrennungsmotor bauen. Vielleicht ist das letzte auf der Welt.
Eines ist klar, auch in Zukunft wird der 911 aus Zuffenhausen kommen. Einem Standort, der heute schon aus allen Nähten platzt. Die Herausforderung wird sein, die Produktion stets auf dem neuesten Stand zu halten und dafür zu sorgen, dass auch der nächste Elfer der beste Elfer aller Zeiten sein wird.